Moin. Ja, was habe ich jetzt wieder in der Zeitung gelesen und was ja auch momentan wirklich die Runde macht, schon seit geraumer Zeit, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, ja. Das sind halt eben ja, solche Geschichten hier. Ja, und das geht überhaupt nicht. Also, ich sag mal, Gewaltübergriffe gegen Rettungsdienstkräfte, gegen Feuerwehreinsatzkräfte, die sich im Einsatz befinden, das geht's überhaupt nicht, du! Kann doch nicht wahr sein! Naja, und das ist halt eben auch die Jungs und Mädels da, die müssen zum Teil wirklich darauf achten, dass sie ihr Leben nicht verlieren, Mann! Weil sie da halt eben so massiv angegriffen werden, ne? Mit Messern und mit, was weiß ich, Baseballschlägern und irgendwelche anderen Stich- und Hiebwaffen da. Ja, und das ist ein Ding, das geht gar nicht. Also, ich finde, diese Personenkreise, die wirklich gar nichts im Kopf haben da, sollten definitiv viel, viel härter bestraft werden. Also, viel härter bestraft werden. Weil die Jungs und Mädels machen das, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, Mann! Und machen das dann nicht zum Spaß. Und mit einmal wird da irgendwie der Helfer zum Opfer! Das kann doch wohl nicht wahr sein, hört! Naja, und macht euch mal Gedanken drüber. Gibt schon einige Systeme hier in Deutschland, die sich etabliert haben, die gerade solche Berufsgruppen mit Selbstverteidigungskursen unterstützen und die denen halt eben zeigen, wie man solche Hohlbirnen auch auseinandernehmen kann, wenn die einen angreifen. Ja, das geht gar nicht. Also, ne, bei so einem Thema kriegen wir gleich wieder so einen Blutdoktor. Ja, was sagt ihr denn dazu? Sollte man die Leute härter bestrafen, was? Ja, oder sollte man das eher halt ebenso in Kauf nehmen und gucken, dass man sich selber wehren muss.